willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Tschüss. Heute mit dem singenden Superstar, Johannes Oerding. Ja. Ja, danke. Und heute ein Geili. Dennis ist als Rekordgewinner auch wieder mit am Start. Ich schieße scharf. Ja, Mr. Grips. Und ich bin natürlich auch mit dabei, Mr. Schwips. Mr. Schwitz. Mr. Schwitz. Ja. Habt ihr Bock hier zu sitzen wie Kylie? Dann bewerbt euch doch mal in den Kommentaren mit einem tollen Spruch. Ihr seht, wir sind heute in weihnachtlicher Stimmung. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches weihnachtliche Gebäckstück ihr euch wo reinschieben wollt. Los geht's. Welche Form hat der Korrekt- oder Wecktisch? Rund oder eckig? Rund. Welche Form hat das sich drehende rote Pizzastück auf dem Tisch? Dreieck oder Viereck? Dreieck. Welche geometrische Form hat das Schottglas? Pyramide oder Zylinder? Zylinder! Dreht sich der Tisch mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Mit dem Uhrzeigersinn. Jo! Stark! Von welchem Baum nahmen Adam und Eva den Apfel? Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder Baum der Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Erste. Aus welchem Buch der Bibel stammt diese Erzählung? Genesis oder Phil Collins? Genesis. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber... Unsere Liebe nicht. Von wem stammt dieses Lied? Trafi Deutscher oder Eddie English? Dem ersten. Ja, Trafi, Eddie English. Wer ist Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG? Uli Hoeneß. Ja. Der Kahn. Der Kahn. Manager. Nee, du nicht. Wie alt bist du, Kylie? Erzähl mal ein bisschen was. 25 Jahre alt. Oh, wow. Und ich habe mir aufgeschrieben, du kommst aus Frankfurt und Düsseldorf. Ja. Wie kann das denn sein? Welches Körperteil ist in Düsseldorf und welches in Frankfurt? Ich studiere und arbeite in Frankfurt und meine Eltern kommen aus Düsseldorf. Ah, und was gefällt dir besser? Eigentlich Düsseldorf. Ja, gute Wahl. Bei Frankfurt gibt es nur Crack, ne? Ist also. Ich fange an. Was ist mehr, ein Drittel oder ein Viertel? Ein Drittel. Wer prägte den Ausspruch, hoch die Hände, Wochenende? Der Hans Entertainment! Oh ja! Was für Orte reinigt Bjarne Mädel in seiner Rolle als Heiko Schotte? Ich habe keine Ahnung. Tatorte ist er, Tatorte, Reiniger. Ach, ups hier. Ach, reinigt, ich habe die Frage nicht. Mach mal. Genau, Finger ist gut, wird man dich loben, genau. Na gut. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Gute Diese. Schmeckt nach Suppe. Kylie, du hast schon gesagt, dass du studierst. Mhm. Was studierst du denn Schönes? Ich studiere Psychologie. Aha, du kannst alle lesen. Ja. Okay, Gedanken. Was siehst du in diesem Schädel? Was siehst du da? Nicht viel. Das bestätige ich. Tong. Aber du arbeitest auch bei Apple, habe ich als Specialist. Was ist ein Specialist? Klingt cooler, als es ist, das ist eigentlich ganz normal im Verkauf. Du hast das Lager ein? Nein. Nein, einfach im Verkauf, wenn ihr jetzt irgendwas holen wollt oder andere Halunken, dann. Gibt's Prozente? Können wir sprechen? Nur Santa! Bekommt ihr. Gibt natürlich auch Sony Ericsson und Motorola. Huawei! Huawei, wie irgendwelche vollen Idioten da draußen sagen. Johannes, bist du technisch interessiert? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Gar nicht. Wie hieß die Dschungelcamp-Version von Korrekt oder Weg? Kennen oder Flennen oder Nennen oder Rennen? Kennen oder Flennen? Das weiß ich noch. Da wurden wir nämlich verarscht! Welche Farbe hat der 500-Euro-Schein, der seit 2019 nicht mehr von der Europäischen Zentralbank herausgegeben wird? Lila. Aha, zimmerreich! Welche Figur aus Grimms Märchen wird in den USA Cinderella genannt? Keine Ahnung. Aschenputtel! Aschenbrödel. Erspurtel! Erspurtel. Los, gib dir die Bulle! Es ist sehr kalt heute. War schon erfrischend. Johannes, hast du schon Quiz-Erfahrung gesammelt? Ja, ich war tatsächlich mal bei Kai Pflaume in dem Quiz. Wer weiß denn sowas? Genau. Und, wer ist abgeschnitten? Ich glaube, wir haben verloren. Nee, wir haben gewonnen. Du warst also ich war mit Vincent Weiss da und wir haben gewonnen. Welcher magische Einrichtungsgegenstand spricht mit Schneewittchens Stiefmutter? Der Spiegel. Stark! Wer verkörpert den Rapper Chatta in Fatih Akins Biopic Rheingold? Emilio. Zakaye. Ja. Hallo.
Wie soll ein Musikstück mit der Vortragsbezeichnung Piano gespielt werden? Laut oder leise? Leise. Bam! Welche Einheit gibt den Brechwert von Linsen und somit die Stärke von Brillengläsern an? Das weißt du. Hä? Dioptrien! Du bist doch selber eine Brillenschlange. Musst du doch wissen, hörst du nie zu, Optiker? Mann, Junge. Kylie, trägst du Brille? Nein, zum Glück nicht. Alles klar. Nee, auch noch nicht. Kannst du die mal rumgeben? Das mag ich immer gerne, wenn du Brille mal rumgibst, wie die anderen Kann Brille aussehen. Keine Ahnung. Ah, sieht aber gut aus. Doch, gut. Nachsitzen. Boah, Alter. So Heisenberg, ne? Ja, du kannst alles tragen, Johannes. Kylie, du spielst Minecraft, das ist die Spiel mit den Blöcken. Und du kannst da ganz besonders schön bauen und basteln. Erzähl mal ganz kurz, was ist da deine besondere Stärke? Ich habe mit Freunden mega gerne so Städte nachgebaut. Ja? Ja. Hast du aktiv noch? Spaß gemacht. Mittlerweile nicht mehr so aktiv, aber... Aber welche Städte hast du denn gebaut? Fantasiestädte oder auch... Fantasiestädte hauptsächlich. Okay. Und dann hat man da immer so ein bisschen gelebt und ist man weitergezogen. Haben diese Städte auch Namen? Kylie-Hausen oder so? Nein. Hast du einen Geldspeicher? Also wirklich einen Speicher? Nee. Okay. Welche Vogelfamilie ist bekannt für ihr charakteristisches Klopfen gegen Baumstämme? Der Specht. Aus welchem Film kennt man das Zitat, ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? The Godfather. Stark. Welcher US-amerikanische Zauber- und Entfesselungskünstler starb 1926 und nannte sich mit Vornamen Harry? Houdini. Oh! Stark. Okay, und tschüss. Welcher muskulöse Schlauch im menschlichen Körper wird in der Fachsprache Ösophagus genannt? Darm. Juhu! Das weiß man. Das ist ja wirklich. Aber haben sie jetzt alle gemerkt. Ösophagus. So, ja. Brechwinkel, Ösophagus. So, apropos Brechwinkel, guten Durst. Jo, Meister! Ich nehme die Niederlage, sag ich das auch in die Kamera, aber ich nehme diese Niederlage nicht an. Stark. Damit ist Mr. Krebs ausgeschieden und wir drei spielen weiter. In welcher Einheit wird die Spannung an Steckdosen angegeben? Also Volt? Gott. Welches beliebte griechische Fleischgericht heißt übersetzt so viel wie Umdrehung oder Kreis? Souvlaki. Gyros, oder? Souvlaki. Du hast zwei Möglichkeiten. Souvlaki oder Gyros. Ich hatte Gyros im Kopf und ich dachte, das kann es nicht sein, es ist zu easy. Cheers. Cheers. Aber ich scheide mit so einer Frage aus und du musst einen saufen mit so einer Frage. Wie heißt ein Dönerspieß, der sich dreht auf Griechisch? So, ja, ich wollte. Kylie, du fotografierst gerne Tauben. Wie kann denn sowas sein? Oh, ich hasse das. Eine Freundin hat mich damit mal angefixt, weil die so viel Süßes da drin gesehen hat. In Tauben? In Tauben, weil die auch keine Ohren haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal bemerkt habt. Ja, selten haben Vögel Ohren, ja. Aber das ist bei denen besonders niedlich. Und dann sind die immer so süß und unschuldig und man aber kann die immer den ganzen... Cracky Straßentauben? Aber nicht in der Stadt. Die nicht am Bahnhof, die attackiere ich. Aber die sind auch teilweise auch so feucht am Bauchbereich und sind irgendwie total vercrackt. Ich habe noch nie eine so feuchte, vercrackte Taube. Dennis badet die immer. Aber Tauben, diese Geräusche alleine. So niedlich, wirklich. Wirklich, aber wie sehen denn Taubenbabys? Ich habe noch nie Taubenbabys gesehen. Wo kann ich die denn mal finden? Das ist eine gute Frage. Folg doch mal der Taube nach Feierabend. Der Großglockner ist der höchste Berg welches Landes? Schweiz. Hey. Jo! Österreich! 50-50. Oh. Grüß dich miteinander. Tschüss! Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ja. Was gibt's bei dir Backstage, wenn du auf Tour gehst? Denn du gehst ja bald auf Tour, ja. Ach so, ja, stimmt, ich gehe auf Tour. Stimmt. Was immer draufsteht, ist ein lokales Bier. Ja. Ramazzotti. Wieso Ramazzotti? Wieso denn also ein Kräuterschnaps? Vor 17 Jahren habe ich diese Tradition erhoben, dass vor jedem Konzert mit der Band ein Ramazzotti, ein Kräuterschnaps getrunken wird. Und wenn ich gewusst hätte, dass wir so lange als Band zusammenbleiben, hätte ich natürlich ein anderes Getränk dazu. Aber jetzt ziehen wir es wirklich bis zum Ende durch. Wie nennt man Menschen, die sich überwiegend vegetarisch ernähren und nur gelegentlich Fleisch essen? Pescetarier. Flexitarier. Na dann, cheers. Bin ich auch jetzt ein Flexitarier? Ja, das macht Laune. Das macht richtig Spaß. Gar keine Laune. Neuer Shot. Die Musik welcher Popgruppe lieferte den Soundtrack für den Film Mamma Mia? Aber! Yo, fuck!
Welches Wahrzeichen hat 6 Säulenpaare und steht direkt am Pariser Platz in Berlin-Mitte? Das Brandenburger Tor? Ja. Ja. Wie heißt das Versammlungs- und Gottesdienstgebäude einer jüdischen Gemeinde? Irgendwas mit orthodoxer Kirche oder so? Nein. Synagoge. Synagoge. Oh, ich bin blöd. Ja, dann bin ich wohl raus. Raus mit dir! Zeitdruck. Lecker, lecker, schmecker. Und Kylie, bevor du uns hier verabschiedest, du hast noch gesagt, dass du eine miserable Sängerin bist. Ich werde nicht singen. Bitte. Nein, nur einen Ton anstimmen, ich fange auch an. Hey. Yes. Hey, yeah. Lisa First und Kylie. Das ist die Beste. Du hast deine Kamera hinter Johannes und dann kannst du dich verabschieden von deinen Fans. Auf Wiedersehen, war schön, dass ich hier war. Und ich drücke euch die Haare und die Tauben. Informiert euch über Tauben, Leute. Also, dann machen wir. Riesenapplaus. Und damit stehen Johannes und ich im großen Finale und wir spielen entweder oder. Ja! Herbert Grönemeyer oder Marius Müller-Westernhagen. Freiheit. Westernhagen. Mensch. Grönemeyer. Männer. Grönemeyer. Alkohol. Grönemeyer. Sexy. Westernhagen. Flugzeuge im Bauch. Grönemeyer. Willenlos. Westernhagen. Lass uns leben. Westernhagen. Bochum. Grönemeyer. Es geht mir gut. Westernhagen. Kinder an die Macht. Grönemeyer. Was soll das? Grönemeyer. Dicke. Westernhagen. Wieder hier. Westernhagen. Zeit, dass sich was dreht. Grönemeyer. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Westernhagen. Stück vom Himmel. Grönemeyer. Nackt im Wind. Westernhagen. Mambo. Westernhagen. Tschüss! Gewinnt Johannes Oerding! Doch bevor du die goldene Tischplatte zu greifen bekommst, werde ich erstmal diesen Shot trinken. Auf meine lieben Fans. Trink ihn mal auf die most sexy Art und Weise, wie du einen Shot trinken kannst. Riesen Applaus für Kylie! Dürfen die Menschen dir auf Instagram folgen? Ja, wenn sie möchten. Dann machen wir das, dann ziehen wir auch nach. Wir folgen ihr auch, Johannes. Ja, ja, wir machen das. Und an dieser Stelle nochmal einen Riesenapplaus für unseren Gewinner, Johannes Oerding! Dankeschön. Hier! Nimm die goldene Tischplatte und sag uns, wo du sie hinstellst. Wenn du sie oder hinstellen würdest, wenn du sie mitnehmen dürftest. Auf dem Balkon, weil da ja keine Tauben sind. Besucht Johannes auf seiner Tour im Jahr 2023. Und zwar ist die Tour Plan A Tour. Oben gibt es ein Video von Cinema Strikes Back. Dieses Meisterwerk des Cyberpunk müsst ihr kennen. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Bis mit. Bis.